einer der größten sozusagen. Mhm. Also grundsätzlich, ich kann es gerade nicht genau sagen, aber ich würde sagen, ungefähr fünf YouTuber im Motorradsektor können auf jeden Fall davon leben. Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie ihr seht, bin ich hier auch richtig bepackt mit zwei Helmen, mit noch einer extra Tasche im Rucksack und allem Möglichen. Ich befinde mich jetzt gerade in Hamburg, bin zurück vom Malle-Urlaub und eine Produktionsfirma, die für den Norddeutschen Rundfunk, den NDR, arbeitet, hat mir eine Anfrage geschickt, ob ich Bock hätte, mit denen zusammen Teil eines TV-Beitrags zu sein. Und das machen wir heute, darum geht es heute. Ich bin hier, wie gesagt, ordentlich eingepackt und ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, geht diese Serie oder dieser Beitrag um Rechtsfälle, also den Vergleich und Darstellung von Rechtsfällen im Fernsehen. Und ein Fall wird da, glaube ich, auch der Fall von Alpi sein. Und der, da das Thema haben wir jetzt schon lange durchgekaut, der wird sich vielleicht selber auch wieder dazu äußern. Ich meine, sie hätten ihn auch schon interviewt. Ich habe ihn nämlich auch vorher gefragt, sonst hätte ich, glaube ich, hier gar nicht teilgenommen. Genau, und dafür habe ich jetzt auf jeden Fall meine Triumph hier mal rausgeholt. Ich bin selber total gespannt, wie das jetzt wird. Ich hoffe, die erlauben mir überhaupt, dass ich hier ein bisschen mitfilmen kann. Ich habe die Jungs hier noch nicht getroffen, ich warte gerade noch auf die. Achso, viele haben mich auch gefragt, warum ich immer so selten mit diesem Helm hier fahre, weil viele feiern den total von Icon, den Battlestar. Ich fahre ja meistens immer mit dem Airframe Pro, den habe ich auch auf der Rennstrecke. Ich finde ihn persönlich auch sehr, sehr geil. Hauptsache natürlich immer verspiegelte Visiere. Thema ist hier, dass wenn ich die GoPro anbringe, sprich, wenn ich hier die GoPro ranmache und ich dann einmal das Visier hoch machen will, da geht die GoPro mit hoch. Ist ein bisschen doof. Für Fotos und so will ich ihn jetzt mal wieder ein paar Mal öfter verwenden. Vielleicht auch mit der Husqvarna zusammen. Muss ich mal schauen, was es für ein Design wird. Aber ja, und ich würde sagen, wir schauen dann einfach mal, was hier in den nächsten Minuten passiert. Ganz viel Spaß mit diesem Video und ja, Leute, ich komme ins Fernsehen. 20 Minuten später. Also sprich, wir bauen jetzt einfach überall ein paar Kameras an und dann fahre ich einfach hier ein bisschen längs. Also das hier einfach daran und dann filmst du quasi hier rüber. Genau. So Leute, Kameras sind angebracht. Hier, hier, hier und hier. Und jetzt drehen wir mal eine kleine Runde. Alles klar. So, auf geht's. Wir fahren jetzt hier eine kleine Runde. Die brauchen nämlich halt, wie gesagt, schon diese B-Roll-Aufnahmen, also dass sie mich ankündigen können sozusagen für das Interview etc. Und deswegen filmen die mich hier gerade überall ein bisschen. Ich muss mal gucken, dass das hier auch alles so hält wie geplant. Da unten ist ja auch einer am Start. Ich fahre jetzt hier eine kleine Runde einmal durch die Hafen City. Ich finde das hier immer ganz schön eigentlich zu filmen. Und genau, ich hatte jetzt gerade eben nochmal mit dem Regisseur, glaube ich, gesprochen oder Drehbuchautor. Ich bin mir gar nicht ganz sicher. Und es handelt sich hier um eine Serie auf dem NDR, was ich persönlich schon mal ganz cool finde. Und zwar dreht sich das darum, dass verschiedene Gerichtsurteile nachbeurteilt werden. Ich glaube, die Serie heißt Ist das noch Recht oder Ist es Recht? Irgendwie so. Werde ich euch sonst noch mal einblenden. Es gibt davon schon ein paar Serien. Meine wird erst gegen November oder so wahrscheinlich kommen. Also es wird noch ein bisschen dauern. Aber nichtsdestotrotz dachte ich mir, nehme ich euch jetzt schon mal mit und dann gibt es natürlich noch mal ein Video, wenn das dann ausgestrahlt wird. Das werde ich euch dann natürlich nicht vorenthalten. Und dort werden verschiedene Gerichtsurteile, die zum selben Thema sind, zum Beispiel diskutiert. Ich hatte es ja schon im Intro angerissen, mit Alpi zum Beispiel. Das Thema, komm Bruder, fahr. Er bedankt sich auch, Ehrenmann. Und zwar stehen da zum Beispiel die zwei Raserfälle in Berlin mit drin. Oder ein Raserfall in Berlin, wo zwei verurteilt wurden zum Mord und dann noch ein Taxifahrer in Hamburg. Oder nee, gar kein Taxifahrer, sondern ein Fahrer in Hamburg, der ein Taxi gestohlen hat und dann irgendwie bei einem Straßenrennen oder Verfolgungsjagd mit der Polizei oder so auch zum Mord verurteilt wurde. Und halt auch Alpi sozusagen, wo die Situation ja auch ein bisschen anders war. Das wird dann da aber nochmal alles, glaube ich, erläutert. Das wird dann sozusagen alles einmal vorgestellt, also was sozusagen da jeweils wie entschieden wurde, weil es einfach verschiedene Gerichtsurteile gibt. Finde ich persönlich ganz cool und interessant. Und jetzt machen wir sozusagen ein paar Fahraufnahmen vom Motorrad und dann quasi auch nochmal von mir als Person, weil die mich interviewen wollen, ein paar Fragen stellen wollen. Deswegen fahre ich hier auch gerade durch den Tunnel, einfach mal ein bisschen, einfach um das zu machen. Und ja, die sind auf jeden Fall sehr cool drauf. Ich hatte zuerst ein bisschen Angst, dass es irgendwie so wird wie
wie so ein Motorradfahrer hetze oder so. Ist es aber anscheinend nicht, sondern es wird echt eine schöne Diskussion werden. Da werden auch in der Sendung Schöffen sein. Ich weiß nicht, ob ihr Schöffen kennt. Das sind zivile Personen, also keine Richter, die aber bei gewissen Prozessen, ich glaube zivil, aber auch strafrechtlichen Prozessen, ihre Meinung mit abgeben. Ich hoffe, ich habe das richtig gesagt. Ich weiß nicht, hundertprozentig korrekt. Aber ja, so viel dazu. Und dafür fahren wir jetzt halt ein bisschen rum und jetzt nehmen wir nachher noch ein bisschen was auf, noch ein kleines Interview und mal gucken, was gleich noch jetzt kommt. Ich fahre jetzt auf jeden Fall wieder zurück zu den Boys und dann drehen wir gleich weiter. Ich hoffe, es ist mal ein bisschen anderes, interessantes Video und ja, schreibt mal eure Meinung in die Kommentare und ob ihr euch das, ich rede auch in die Kamera, und ob ihr euch das auch angucken würdet. Die fragen sich auch gerade, warum rede ich mit der Kamera? Aber naja, egal. Bis gleich, Leute. So, Leute, nächste Aufgabe für mich. Ja? Nächste Aufgabe für mich, einfach geradeaus fahren unter dieser Brücke hier. Das kriege ich gerade noch hin. So, jetzt muss ich nämlich einfach straßenverkehrsrechtskonform muss ich jetzt einfach nur hier gleich die Straße runterfahren. Das kriege ich, glaube ich, hin. Oh, uff. Fast Fahrradfahrer umgenockt. Beste Leben. Also wenn das nicht schön war, dann weiß ich auch nicht mehr. So, Leute, jetzt geht's noch zum Interview. Jetzt wird ein kleines Interview aufgenommen und ich würde sagen, da springen wir auch noch mal hin. Lukas, erstmal zum Anfang, was ist ein Motovlogger? Das ist ja jetzt neu. Ein Motovlogger, also das ergibt sich eigentlich aus diesem, das gibt schon ein bisschen länger, Vlogger. Alle sprechen es unterschiedlich aus. Man zeichnet so ein bisschen sein Leben eigentlich damit auf und das wurde dann irgendwie ein bisschen adaptiert im Motorradsport oder im Motorradbereich. Und seitdem gibt es Motovlogger, die quasi ihre Fahrten, so wie ich es ja auch mache, mit der GoPro vorne unter anderem auch festgehalten haben. Das war so die Ursprungsvariante davon. Du bist einer der Größten sozusagen, ne? Mhm. Also grundsätzlich, ich kann es gerade nicht genau sagen, aber ich würde sagen, ungefähr fünf YouTuber im Motorradsektor können auf jeden Fall davon leben. Der Rest macht das häufig einfach eher als Hobby. Die freuen sich, wenn sie irgendwie Reichweite haben, wenn sie mal Dinge umsonst bekommen. Wir haben uns im Laufe der Zeit immer ein bisschen dazu entwickelt, dass wir auch sagen, klar, wir haben eine Werbewirkung oder eine Werbeleistung, die wir da auch einfach machen. Dementsprechend wollen wir dafür natürlich dann auch entlohnt werden. Was ist das Geile am Motorradfahren oder am Tempo? Ist das die Kraft oder das Tempo oder die Power? Es ist tatsächlich extrem viel. Also ich bin schon immer damals bei meinen Eltern hinten drauf mitgefahren. Mich begeistert auf jeden Fall der Sound, der Motorsound, ob das jetzt extrem laut oder extrem leise ist, aber irgendwie einfach diese Motorcharakteristiken. Wir haben verschiedene Motoren, die klingen alle verschieden. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, dass man relativ günstig viel Kraft, sage ich mal, auch bekommt, also Leistung. Man ist natürlich, wenn man jetzt mal an der Ampel das irgendwie vergleicht, dann kommt Motor natürlich viel, viel schneller weg, selbst wenn es langsamer losfährt. Leute, ich bin fertig mit dem Videodreh. Hat eine Menge Spaß gemacht. Auch nochmal cool, dass solche Themen auch nochmal nachträglich, also gerade auch das mit Alpi diskutiert werden, aber auch mit anderen Autounfällen. Ich bin gespannt, was bei rauskommt. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick vermitteln. Ich hatte das Interview auch noch ein bisschen mitgefilmt und halt ein paar Einblicke, wo sie hier so, sie haben so ein paar Aufnahmen gemacht, wie man die Kupplung zieht, wie man den Gang einlegt und so weiter. Einfach dann so, dass man was hat, worauf man auch die ganzen Texte schneiden kann. War für mich eine mega Erfahrung, hat mich sehr gefreut, das machen zu dürfen. Und würde mich natürlich freuen, wenn es euch auch gefallen hat. Für mich geht es jetzt nach Hause. Ich schneide das Video auch direkt. Vielleicht kriegt ihr das auch direkt dann morgen zu sehen. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Zeigt es mit einem Däumchen nach oben. Und wir sehen uns im nächsten Video. Habe ich noch was zu sagen? Checkt den Merch aus.
Lukas hat wieder vergessen, seinen Helm zuzumachen. Das mache ich jetzt nochmal schnell. Und ja, ich habe nicht mehr irgendwas zu sagen. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, liebe Leute. Und...